Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den IHC der 33er Serie hier euch vorstellen. Der ist auch hier für die Konsolen da. Ja, der kostet so jetzt, da steht hier 28.500 Euro und 1.453 Leasing. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 29 km/h und ein Tankvolumen von 60 Liter. Und eine Leistung hier von 45 PS, entsprechend hier 33 kW. Ja, was haben wir hier zu machen? Alles. Wir haben hier Farbwahl der Felge, die Hauptfarbe und das Design. Ja, das ist hier dann einmal hier restauriert. Dann haben wir jetzt hier wieder restauriert. Ja, jetzt haben wir zwei restauriert. Okay, dann gebraucht. Und dann nochmal gebraucht. So ist es hier bei, Entschuldigung, bei alle jetzt so her. Wie wir das jetzt uns hier nehmen, das wäre vielleicht eher was auch, ja, wenn der jetzt viel in Freien steht, die Sonne hat abgeschossen, das Ganze, dann können wir uns den hier so machen. Und ja, was hat es noch für einen Grund, warum er so matt dann ist? Ja, für Leute, was eine schlechtere Grafik haben, ist das ganz gut, also dann ist es nicht für den Performance-lastig. Ja, was heißt das da? Das Spiel leckt und ruckelt, wenn wir jetzt Multiplayer-Beispiel spielen, dann ist das sehr viel, was also die Grafikkarte hier zu bearbeiten hat, wenn sie nicht gerade so gut ist oder man hat einen Desktop-PC, so auf die Richtung, dann ist das ja gut, wenn man jetzt sowas machen kann jetzt in der Richtung. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben Reifenhersteller Trelleborg, dann haben wir jetzt die Standardreifen drauf, dann Breitreifen, so her. Dann als nächstes hier noch breitere, also Wahnsinn, wie breit die noch wären. Und dann hier Zwillingsbelegebereifung noch drauf finden. Und wieder Standard. Dann haben wir als nächstes hier die Kommunalbereifung von Nokian. Und dann hier Breitreifen von Mitas. Ja, hier steht dann auch noch Breitreifen, aber es ist die Kommunalbereifung. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier Überrollbügel. Dann hier mit Rundumleuchte links. Dann mit rechts, dann hier doppelt und dann hier ohne Überrollbügel. Dann haben wir hier vorne jetzt mit Hängerkupplung oder Gewichte, wie wir sehen. Ja, jetzt können wir uns hier mal die Gewichtigere drauf tun. Und dann als nächstes hier Motorisierung. Jetzt haben wir hier den 533er mit die 45 PS und 33 kW. Und dann haben wir hier den 633er, da haben wir 52 PS und 38 kW. Als nächstes haben wir den 733er, dann haben wir 60 PS, entsprechend hier 44 kW. Dann haben wir den 833er, dann haben wir 67 PS und 49 kW. Und dann wieder Standard. Ja, wir können mal einmal hier den nehmen. Ja, was nehmen wir dann noch als nächstes? Ja, ich weiß nicht, also okay, wir nehmen mal den so her, was anderes. Ich habe ihn jetzt schon zweimal noch zusätzlich schon gekauft, das uns hier ein bisschen Zeit zu ersparen, dass das Video nicht allzu lang ist. Ja, jetzt haben wir den hier, also in Standard in der Farbe. Dann habe ich jetzt hier einmal in restauriert, die zweite Stufe. Und das hier ist natürlich der Matte. Ja, wir nehmen jetzt einmal hier den, machen jetzt mit dem hier unseren Tetcher-Test. Ah, Hupe. So. 29 km/h, mach mal drauf. So, sind wir aber leider hier nicht auf die Kabelwelle oder was animiert ist, weil die läuft in ein Schutzgehäuse schon mal. Vorne sieht schon mal ganz cool das Ganze aus, weil das richtig modelliert worden ist. Man kann so ein bisschen durch, wie wir unschwer können können. Wir sehen hier die Knie. Ja, das ist so ein bisschen lustig. Wenn man so genau hinschaut, dann sehen wir jetzt hier von den Männchen hier die Knie. Ja, manchmal hat das irgendwie, wie das gemacht worden ist, also in den 3D-Programm damit zu tun. So, Attacher hier funktioniert, wie wir sehen, alles richtig angedockt. Mir kommt vor, aber dass hier das Teil, was modelliert worden ist, also der sogenannte Hitchhaken, dass der ein bisschen zu klein modelliert worden ist, im Gegensatz zu den aus dem Originalspiel, wie wir sehen. So, wir blenden jetzt einfach das mal aus, dass wir das nochmal genau sehen. Sehen wir jetzt hier, dass der jetzt da vorne hier so seitlich hier rausschaut.
So, fängt man gleich wieder ab. So, jetzt fahren wir mal einen Schritt vor. Dann sehen wir, dass das Teil also nicht ausgenommen ist. Das hat was mit der Größe, ist nicht schlimm. Das ist nur eine optische Sache. Das tut ganz und gar nichts. So, jetzt nehmen wir hier die andere Kupplung natürlich noch, was nun mal ja nicht nehmen dürfte, rein theoretisch gesehen. Aber es ist ein Spiel. Da sehen wir hier eigentlich hier unten an. So. Jetzt natürlich unsere Kreislecke. Da haben wir die Füße, da hat er ganz schön zum Arbeiten, wie wir ja ungefähr sehen. Aber die Pedale tritt schon auf das eine Pedal runter, aber wir haben da vorne noch andere Pedale. Damit macht er nichts. Ah, wie man sehen, die Kreiselecke attached an, ein bisschen zu hoch vorne, ja, aber das tut gar nichts. Funktioniert auch. Jetzt nehmen wir hier uns einen HW80 von vorne. Der nimmt dann auch schon dran. Jetzt machen wir hier uns einen Achstest natürlich. 11 km/h rückwärts. Bremslichter gehen. Finde ich mal cool, so ein Cabrio mal wieder. Wir sehen mal, die Achse ja hat schon ein Spiel, aber kommt sehr spät, wie wir gesehen haben. Also, ja, dann ist wahrscheinlich hier die Achse ja ein bisschen Mitleidenschaft gezogen, so, weil es ist ja, wie wir sehen, ja, restauriert. Da fehlt ein bisschen Fett vorne drin. Also, geht ja schon. Und man sieht, geht ja schon rein. Also, schnell darfst du nicht durchs unebene Gelände fahren damit. Sound her klingt auch ganz cool. So. Und ich denke mal, wir machen hier einfach hier unser Lichttest natürlich. So. Einmal hier F geschalten. Standlicht. Dann das normale Licht. Blinker hat einen Rauchschein. Gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Schauen wir, ob er hier vorne irgendwas beleuchtet hat. Leider hier nichts. Schade irgendwie. Aber es ist ja ein Oldtimer. Viele alte Fahrzeuge haben sowas ja auch nicht gehabt. Man fährt dann nach Gefühl. Armatur, wie wir sehen hier, ist auch hier animiert. Oder vorne läuft der Fuchs. Auf die Schatten. Nein! Naja, er hat es überlebt. Ja, wie wir sehen, das Gaspedal ist animiert. Der Rest leider nicht. Wir schauen uns jetzt gleich hier den nächsten an. Ein bisschen vorziehen. So. Hat man den nächsten rein. Haben wir jetzt unsere Rundumleuchten. Ja, wir mal sehen hier, die funktionieren. Wir fahren einfach hier mal durch. Dann sehen wir hier den Schein hier genauso. Da braucht ihr jetzt wieder auf Nacht umstellen. Reifenspuren, wie wir mal sehen, macht er auch. Aber das finde ich sonst ein cooler Trecker. Die Geschwindigkeit von der Achse ist ein bisschen langsam, dass die hier arbeitet. Keine Ahnung, ob das so sein hätte sollen oder ob das nur ein Zufall ist. Bezeichnung haben wir jetzt hier den 8. Was haben wir jetzt hier da? Den 833, den 533. So, tappen wir jetzt in den rein. Hier haben wir auch noch den 533. Ach nee, ist der falsche. So, da ist er. Dann haben wir auch wieder den 833. Gehen wir jetzt so her. Also wir sehen jetzt hier vorne vom Motor ist da so ein Kühler drin. Bei denen sieht man es eben ganz gut. Und mein anderen ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und ich denke mal, wir schauen uns gleich mal die Lok an, dass wir sehen hier. Der sitzt aber auch ein bisschen komisch da. Naja, schon mal sehr interessant das Ganze.
Ja, ich denke mal, wir schauen uns die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, ja, wir haben jetzt hier keinen Fehler drin. Da sehen wir jetzt das hier, hier habe ich mir jetzt so angeschaut. Also kein Fehler drin. Bin ich auch froh drum, mal wieder mal einen Mod zu sehen, der was keinen Lokfehler hat. Ja, wenn euch hier natürlich das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder bei mir reinschaut. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.